Mein Name ist Marion Drache und ich freue mich, Ihnen hier den Podcast des vierten Trakehner Kamingesprächs anzukündigen. Diesmal spricht unser verehrter Erhard Schulte über die Trakehner Hengstlinien und über ihren Einfluss auf die Zucht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören und jede Menge Erkenntnisgewinn. Guten Abend, liebe Freunde, liebe Trakehner, Züchter, Reiter und Freunde in ganz Deutschland und natürlich auch über Deutschlands Grenzen hinaus und natürlich auch hier diesem kleinen ausgewählten Kreis. Herzlich willkommen zu einem Thema, was nun schon sehr grundlegend ist und sehr vielfältig ist, nämlich die Trakehner Hengstlinien. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch einmal ausdrücklich bei Marion Drache, die die Initiative vor 2,5 Jahren dazu ergriffen hat. Diese Kamingespräche haben ja nun ein großes Feedback gefunden und sind nach wie vor auch gespeichert und abspeicherbar im Internet nun zu verfolgen. Und wir hoffen sehr, dass auch der heutige Vortrag, der heutige Podcast auf dieselbe Resonanz stößt. Die Trakehner Hengstlinien. Ich habe ganz bewusst auch die Historie damit einbezogen, denn eine alte Kulturpferderasse wie die Trakehnerzucht, die ja nun fast 300 Jahre alt wird, die zehrt eben auch aus diesen uralten historischen Wurzeln. Und bis zum heutigen Tage gibt es auch Hengstlinien, die seinerzeit im Ostpreußen begründet wurden, im ehemaligen Heimatzuchtgebiet, und die nach wie vor zwar auf schmalem Grat, aber noch immer vital sind. Und das müssen wir würdigen und das wollen wir beleuchten am heutigen Tage, welche Werte diese alten Linien verkörpern im Vergleich zu den neu begründeten Linien nach dem Kriegsende in den Jahrzehnten nach Begründung des Trakehnerverbandes in Westdeutschland und auch natürlich in Ostdeutschland. Beginnen wir einfach mal bei der Population in Ostpreußen seinerzeit zu ihren Blütejahren. Sie müssen davon ausgehen, dass wir dort mit einer Population von mehr als 25.000 eingetragenen Mutterstuten nun zu rechnen hatten und auch damals nun diese große Basis eben auch die Grundlagen bildeten für den Fortbestand und auch für den Weg in die Zukunft. Dazu traten in den 4 ostpreußischen Landgestüten Georgenburg, Rastenburg, Braunsberg und Marienwerder circa 600 bis 700 Landbeschäler in Diensten der preußischen Gestütverwaltung. Dazu traten dann auch in späteren Jahren immer zwischen 100 und 200 Privatbeschäler, die auf den großen Gütern nun im Privatbesitz wirkten. Also gehen wir davon aus, dass wir es mit einem Beschälerbestand von 800 Hengsten insgesamt in Ostpreußen zu tun hatten. Das war natürlich ein Bestand, der keinerlei Systematik unterlag. Und deswegen hat auch ein ganz großer Hippologe namens de Chapeau Rouge bereits Anfang des oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Jahre 1922 diese Hengstlinien einfach mal geordnet. Und zwar alle in der Zucht tätigen Beschäler den einzelnen Linien zugeordnet. Und hier sehen Sie nun genau, dass es vorwiegend englische Vollblüter waren. Englische Vollblüter, die zum Teil bei den betreffenden Hengsten bereits in dritter, vierter, fünfter zurückliegender väterlicher Generation lagen. Zum Beispiel hier dieser Stockwell, der ja nun die stärkste Linie nun begründet hatte über seine Enkel, Urenkel und Ururenkel. Und das war die stärkste Linie. Hier haben wir mal ein Foto von ihm. Dieser Stockwell, ein überragendes Rennpferd in England gewesen, eine Vererberlegende danach. Er hat eigentlich
die nicht nur die englische Vollblutzucht revolutioniert, sondern eben auch über seine zahlreichen Söhne und Töchter und Urenkel und Enkel und Nachfahren eben auch auf alle Warmblutzuchten einen großen und einflussnehmenden Einfluss nun ausgeübt. Das ist natürlich schon eine Generationenfolge, mit der man dann gar nicht so viel anfangen kann, weil diese Stockwell-Linie in diesen Jahren und Jahrzehnten hatte allein 8 verschiedene Zweige und jeder dieser Zweige hatte wieder 6, 7 verschiedene Unterzweige. Und dann hat irgendwann einmal ein Dr. Fritz Schilke gesagt, was kann der Züchter mit einem Stockwell denn anfangen, was will er mit ihm nun in seiner züchterischen Planung nun überlegen, wenn der so weit entfernt vom züchterischen Geschehen ist. Wir müssen das anders ordnen und das war eine Großtat ersten Ranges und diese Idee, diese Systematik, die er im Jahre 1937 nun geschaffen hat, die hat ja bis zum heutigen Tage noch Einfluss und das sind nun auch Namen von Hengsten, die den meisten von euch ja nun auch gegenwärtig noch sind in der heutigen Zeit. Natürlich dieser großartige Perfektionist, ein Hengst, den Landstallmeister Burchard von Oettingen gemeinsam mit dem Oberlandstallmeister Georg Graf von Lehndorf seinerzeit in England erwerben konnte. Ein Hengst, wir werden später noch ein Foto von ihm sehen, den die Engländer nur sehr, sehr ungern ziehen ließen, weil er eben so erstklassig gezogen war. Er hat in 3-jährigem Einsatz in Trakehnen eigentlich die dortige Zucht revolutioniert und mit seinen 3 Söhnen Tempelhüter, Jagdheld und Irrlehrer nun 3 Hauptbeschäler für Trakehnen und auch für Beber weggestellt. Dann kam aus der ostpreußischen Privatzucht dieser etwas schlichte, derbe Dingo hinzu, dessen Sohn Dampfross, obwohl in der Privatzucht geboren, aus einer bäuerlichen Stute, nun als Hauptbeschäler in Trakehnen, wir werden auch später ein Foto von ihm noch sehen, und seine Leistungen würdigen, der in Trakehnen eigentlich auch Grundlagen geschaffen hat, die bis in die Gegenwart nach wie vor gegenwärtig sind, weit überlegen seinem Halbbruder Diebitsch. Die Familie oder die Linie des Obelisk über seine Söhne Scharm, Lichtenstein und Fischerknabe war in Ostpreußen ungemein populär, weil das nun schwere, robuste Pferde waren, deren Nachkommen auch in der landwirtschaftlichen Arbeit einen hervorragenden Dienst verrichteten. Genauso wie Pardorus mit seinen Söhnen Markör, Skat und Skatbruder, auch zu ihm dann später noch einmal. Parsival über seine Söhne Hirtensank und Kupferhammer als Hauptbeschäler in Trakehnen sehr einflussreich, Astor und Waldjunker ebenfalls zu den jüngeren Hengstlinien zählten. Und da kommt nun auch schon der Bogen zur Gegenwart. Das war eine Systematik, wo sich jeder bäuerliche Züchter genau vorstellen konnte, wenn er einen Hengst namens Hexenschuss oder Tacitus oder Pirat nun einsetzte in seiner kleinen bäuerlichen Zucht, was nun im Hintergrund hinter solchen Hengsten steckte. Das war häufig dann eben besondere Schönheit, besondere Härte oder Robustheit oder Kraft und Stärke für die landwirtschaftliche Anspannung. Und deswegen hat Dr. Schilke das damals initiiert, damit jeder Züchter im Lande mit 25.000 Mutterstuten genau wusste, mit welchem Blut er arbeiten sollte oder wollte. Und so geht das dann in die Gegenwart hinüber. Zum Beispiel dieser Waldjunker, den Siegfried Graf von Lehndorf nach Trakehnen holte in der Verstärkungsphase Trakehnens, ein Hengst aus der ostpreußischen Privatzucht. Er war seinerzeit sehr renommiert als Verstärker, vor allen Dingen über seinen Sohn Bussard, der Hauptbeschäler in Trakehnen war. Und jeder mit der Zucht nun sehr Bewanderte wird sich an Hengste wie Hansa-Kapitän erinnern,
dieser Hansa-Kapitän kam nach Kriegsende nach Westdeutschland, hat sehr viel gewirkt, hat auch viele gekörte Söhne geliefert. Die Linie ist ausgestorben heutzutage. Vielleicht auch kein Verlust, weil schon seinerzeit, schon in Ostpreußen, dieser Linie zwar hinsichtlich der Verstärkung großer Respekt gezollt wurde, aber nicht hinsichtlich der Reitpferdeeigenschaften. Und das ist auch ein ganz großes Geheimnis der Selektion, sag ich einmal, dass nun diese Linie vielleicht aus berechtigten Gründen heute ausgestorben ist, weil sich viele Hansa-Kapitän-Kindern dem Reiter widersetzlich gegenüber zeigten. Sie waren einfach nicht durchlässig, sie waren nicht rittig. Und dann mendelt sich das mal in Gänsefüßchen gesagt einfach aus. Gott sei Dank. Wir haben ja neue Quellen dann gefunden. Dasselbe trifft auf ihn hierzu, den Astor, ein großer, rahmiger, nicht so besonders nobler Verstärkerhengst. Den hat auch Graf von Lehndorf nach Trakehnen geholt, hat hervorragende Dienste dort geleistet, vor allen Dingen über seinen Sohn Polarstern, langjähriger Hauptbeschäler in Trakehnen bis 1944. Aber auch hier fehlten die Merkmale des noblen, leistungsbereiten Reitpferdes. Und ich sage immer wieder Durchlässigkeit, sie waren einfach nicht dem höchsten angeforderten oder erforderlichen Niveau der Rittigkeit nun. Das Niveau haben sie einfach nicht erreicht. Ganz anders bei diesem wunderbaren Hengst. Er war im Grunde der einzige Vertreter, der nach Westdeutschland kam, aus der Linie, hier habt ihr es wieder, Pardorus. Nämlich sein Vater Julianus war ein Sohn des Memeländer und dieser Memeländer war wieder ein Sohn dieses Markör, den ihr oben seht. Dieser Julmond hat ja nun eine ganz besonders bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Er war eigentlich das Symbol für Härte, für Leistungsbereitschaft und vor allen Dingen hinsichtlich seiner hohen charakterlichen Werte nun auch ja, im Grunde ein Held, darf man sagen. Nach wechselvollen Jahren kam er dann Anfang der 60er Jahre als Hauptbeschäler nach Marbach, hat dort die Württemberger Warmblutzucht revolutioniert und aus einem schweren Arbeitspferd namens Herr und Bauer, wie diese Württemberger damals genannt wurden, ein häufig doch sehr edles und auch sehr rittiges, leistungsbereites Pferd formen können. Er hat ganz viele Söhne geliefert, auch in der Trakehnerzucht, aber keiner dieser Söhne erhielt die Chance, nun mit größeren Bedeckungszahlen sich durchzusetzen, auch in der Trakehnerzucht. Vielleicht als einziger sein Sohn Lothar in Marbach gezogen, als Vater der wunderbaren Kornau und damit Großvater des Stempelhengstes und Linienbegründers Konsul. Da ist sein Erbe noch ein bisschen zu finden. Im Grunde sehr bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, den damaligen Zuchtverantwortlichen diese Linie nun weiter zu erhalten und zu pflegen bis zum heutigen Tage. Denn diese inneren Werte wie Menschenfreundschaft, wie Freundlichkeit, wie Leistungsbereitschaft, wie hohe natürliche Rittigkeit, wie Härte und Gesundheit, das sind unabdingbare Dinge in der heutigen Pferdezucht und wichtiger denn je, nicht nur in meinen Augen. Auch dieser Hengst war Hauptbeschäler in Trakehnen, dieser Parsival, ein Verstärkerhengst, groß und rahmig und langlinig. Er hat über seine Söhne Hirtensang und Kupferhammer nun auch zahlreiche weitere Enkel und Nachkommen liefern können. Viele Hirtensang-Söhne oder einige kamen nach Westdeutschland, unter anderem Altan. Aber auch hier wieder zu konstatieren, dass die Linie zum heutigen Zeitpunkt ausgestorben ist. Und auch hier wieder eine gewisse Festigkeit,
eine nicht so große Geschmeidigkeit im gesamten Bewegungsablauf. Der Reiter möchte ja nun ein Wohlgefühl im Sattel seiner Pferde haben. Und wenn da nur Festes kommt und Mauligkeit noch dazu kommt, dann ist auch so ein Vererber, ich will jetzt keinen Namen nennen, aus dieser Linie, dann irgendwann mal nicht mehr up to date. Auch diese Linie ist dann nach einigen Generationen ausgestorben. Und ich sage euch das ganz ehrlich, in aller Verehrung, in aller Achtung vor dieser großen Historie und vor diesem wunderbaren Hauptbeschälern, aber das ist der Fortgang der Zucht, das ist die Geschichte und wir müssen mit der Geschichte leben und wir müssen nichts wieder beleben, was sich nicht bewährt hat. Ganz anders mit diesem hier. Hier habt ihr ihn vor euch, Perfektionist, den ich euch bereits erwähnt hatte vorher. Ein englischer Vollblüter, in England geboren, ein Enkel des legendären St. Simon, eine der Vererberlegenden weltweit, wird er immer bleiben, solange wie es edle Pferdezucht gibt. Dieser Hengst in seinem großen Rahmen, in seiner Größe, mit seinen bedeutenden Partien. Schaut euch mal die Schulter, widere Sattellage an, diese großartige Gruppenformation, hat nur 3 Jahre in Trakehnen wirken können. Er schied dann aus wegen einem Beckenbruch, den er sich in der Box zugezogen hatte. Man hat noch wirklich ein ganzes Jahr versucht, ihn auch nun im Aufhängegerüst zu heilen. Und er ist dann wieder zusammengebrochen. Aber er hat es geschafft, nun dieses Blutgeprägte und auch die Leistungsaspekte in der Trakehnerzucht, damals in Trakehnen, und in der Landespferdezucht zu verankern, vor allen Dingen über seinen Sohn Tempelhüter. Dieser Tempelhüter war ja nun ein ganz besonderer Hengst. Er galt seinerzeit, hier ein Foto aus seinem Alter, er galt so als das Idealbild des Trakehnerpferdes. Nicht umsonst hat man ihm anlässlich des Jubiläums von Trakehnen 200 Jahre im Jahre 1932 eine Bronze gewidmet vor dem Landstallmeisterhaus in Trakehnen. Er war ein ganz besonderer Hengst, der auch eine ungewöhnliche Vitalität hat. Er ist erst mit 29 Jahren aus der Zucht ausgeschieden und hat sehr blutgeprägte Pferde hinterlassen, häufig etwas sensible Pferde, aber eben doch sehr harte Pferde und eben auch sehr leistungsfähige Pferde. Von dem Tempelhüter sind keine direkten Kinder mehr nach Westdeutschland gekommen. Ist auch gar nicht machbar, weil seine Kinder eigentlich dann schon zu alt waren. Aber sein Sohn Pirat wirkte auch in Trakehnen. Und dessen Sohn, also Tempelhüters Enkel, Poseidon ebenfalls. Und dann kamen 3 Poseidon-Söhne aus dem Landgestüt Georgenburg 1945 nach Westdeutschland. Abendstern, Absalon und Absinth. Der wichtigste war Abendstern. Als Landbeschäler in Celle hat er gerade auch in der Hannoveraner Zucht in Anpaarung mit Töchtern von dem großen Der Löwe, dem Vollblüter, zahlreiche erstklassige Pferde hinterlassen. In der Trakehner Zucht kam er weniger zum Zuge, weil auch hier, und das muss man eben auch sagen, auch diese gewisse Festigkeit und das gewisse Stramme damals nicht so in die Aufbauphase der Trakehnerzucht passte. Deswegen starb diese Linie nahezu aus. Aber, wie es dann so häufig passiert, englisches Vollblut kommt dazu und dann entsteht ein solcher Hengst wie Friedensfürst, ein Sohn des Rondo, ein Enkel des Schabernack, ein Urenkel des Schöner Abend und der war ein Sohn des Abendstern. Also die Linie bewegte sich auf ganz, ganz schmalem Grat und plötzlich war dieser der Einzige, der diese Linie noch erhalten könnte. Hier links mit Lisa Wilcox war er nun ein ganz renommierter Vererber in der Oldenburger Sportpferdezucht. In der Trakehnerzucht kam er ganz wenig zum Zuge, aber es gab, Gott sei Dank, mehrere Söhne von ihm.
Hier habt ihr eben seinen wunderbaren Sohn Lücke, der ist unlängst erst eingegangen, der selbst im Parcours bis es zahlreich erfolgreich war. Und wie es dann so häufig geht, es gibt Gottlob in unserem Verband, in unserer Züchtergemeinschaft, Züchter, die mit ganz viel Herzblut versuchen, das Seltene, nicht des Seltenen wegen, sondern des Bewährten und des Wertvollen wegen, zu pflegen und wieder zu revitalisieren. Und das ist ihnen gelungen mit diesem Lücke. Natürlich dank der Familie Merzdorf in Ettenbüttel bei Gifhorn, die diesen Hengst nun jahrelang aufgestellt hatten. Aber dieser Lücke wird es vielleicht schaffen. Er ist ganz kurz davor, die väterliche Linie des Tempelhüter, der Stammvater liegt ja bereits 7 Generationen zurück, neu zu vitalisieren, unter anderem über seinen Sohn Tecumseh, der ja nun gerade aktuell die ersten S-Parcours-Erfolge hatte, seinen Vollbruder Ex-Tarik Tempelhof, der ja nun sehr bewährt war oder sehr begehrt war vielmehr, als Reservesieger der Körung und in diesem Jahr nun wirklich einen sehr beachtenswerten Jahrgang hinterlassen hat. Und dort werden hoffentlich die einen oder anderen Hengstfohlen von diesen beiden die Chance erhalten, den weiteren Weg über die Vormusterung, über die Körung auch in die Zucht zu finden, um diese doch nun auch sportlich endlich und inzwischen dokumentierte Linie nun zu festigen und zu vitalisieren. Dasselbe gilt auch über Marseille. Marseille ist Landbeschäler hier oder Leihhengst, war er in Zweibrücken einige Jahre, steht jetzt bei Brela in Herbststein, ein Sohn des Prinz Patmos. Prinz Patmos ist ein Patmos-Sohn und Patmos wieder von Friedensfürst. Also könnte es gelingen, dass wir zwei verschiedene Zweige der Friedensfürst-Linie wieder aufbauen, weil Marseille ja auch mit seinem Sohn in farbenprächtiger Farbe Grenoble nun auch bereits einen erstklassigen Junghengst auf dem Söderhof stehen hat. Das sind so kleine Hoffnungen, etwas Neues wieder zu beleben, was sich auch durchaus bewährt hat. Und deswegen halte ich auch diesen Vortrag, um den Züchtern, wenn sie sich das in Ruhe nochmal anhören, in aller Ruhe und Konzentration vielleicht auch den einen und anderen gedanklichen Anstoß zu vermitteln, sich auch auf dieses Blut zu konzentrieren. Denn sportlich bewährt ist das auf jeden Fall. Der zweite Sohn des Perfektionisten war Jagdheld. Ein etwas stärkerer, robuster, nicht so ganz schöner Sohn des Perfektionisten, seinem Halbbruder Tempelhüter unterlegen. Aber bereits in Trakehnen galt seinerzeit die Meinung bei den Jagdreitern und auch bei den Gestützwärtern, dass Jagdhelds Kinder hinsichtlich ihrer Reitpferdeeigenschaften, ihrer Sportlichkeit, ihrer Härte und ihrem Herz denen des Tempelhüter überlegen waren. Das hat sich dann auch irgendwo so ein bisschen hier, abgesehen jetzt von dem Friedensfürstzweig, den wir gerade besprochen haben, hier etwas nun bestätigt. Hier sein Urenkel Humboldt an der Hand von Hans-Joachim Scharfetter. Er war Spitzenhengst der letzten Körung in Ostpreußen 1944. Viele Jahre gewirkt auf der Schafwerderschen Deckstation in der Nähe von Bremen und hat eben auch in der westfälischen Warmblutzucht und in der Hannoveraner Zucht sehr gute Sportpferde hinterlassen. In der Trakehner Zucht vor allen Dingen seine beiden Söhne Impuls und Heros. Und für mich ist das ganz besonders bedauerlich, dass dieser Hengststamm nun wirklich am Aussterben ist. Wir haben jetzt auf dem Hengstmarkt in Neumünster vor wenigen Wochen noch einmal wieder einen sehr, sehr beeindruckenden Sohn des Losso gehabt. Losso ist der letzte Vertreter aus dem Zweig des Humboldt-Sohnes Impuls. Ein Suchard-Sohn, der Vater Suchard selbst erfolgreich
unter dem Besitzerpatronat der Familie Mittermeier im Esparkur häufig. Und dann Heros, der zweite Sohn des Humboldt, hat ja mit Dramatiker einen ausgewiesenen Leistungsvererber gebracht. Denkt bitte an die Vollbrüder Glücksruf 1 und Glücksruf 2. Glücksruf 1, genau wie der andere, bester Springhengst der Körung, hat inzwischen Erfolge mit Kai Steffen Meyer bis 3 Sterne international in der Vielseitigkeit sammeln können. Ganz aktuell auch der jüngste Sohn Karlsson, der im Gestüt Ganschow wirkt. Es wäre verwerflich und höchst bedauerlich, wenn insbesondere dieser Heros-Zweig über Dramatiker plötzlich erlöschen würde. Das können wir uns nicht erlauben, weil hier ist Sportlichkeit, hier ist Leistungsvermögen seit Generationen verankert. Und Dramatiker selbst, bis zur schweren Ebene erfolgreich, ist leider nun in China irgendwo verschollen. Aber es gibt noch TG von ihm und von dem Glücksruf 1 und 2 und von Karlsson auch. Also habt bitte diese Hengste ein wenig im Fokus. Jetzt kommen wir zu meinem ganz besonderen Liebling, das ist dieser Dampfross, von dem ich gesprochen habe, ein Hengst aus der bäuerlichen Zucht. Hier ein Gemälde, vielleicht ein bisschen idealisiert, darf es auch sein, aber seine Typtreue und seine große Kraft im Gang zeigt es außerordentlich. Er hat eigentlich in der Zeit, wo er in Trakehnen wirkte und auch nach seiner Zeit, in Anpaarung mit Tempelhütertöchtern, in Trakehnen, 350 Mutterstuten in Trakehnen. Und es gab zum Ende von Trakehnen keine 15% Mutterstuten, die frei von dem Blut des Dampfross und Tempelhüter war. Und in der gesamten Population von Ostpreußen, 25.000 Mutterstuten, hatten 75% dieser Mutterstuten alle das Erbe von Dampfross über seine zahlreichen Söhne und Enkel und Tempelhüter über seine Zahl. Deswegen, natürlich, die Population war sehr viel größer. Manchmal verstehe ich auch nicht immer diese warnen und teilweise abfälligen Stimmen, die nun bei uns eine Inzuchtdepression nun irgendwo sehen. Natürlich werden wir sehr eng in einer kleinen Population, aber das war es immer und ewig in dieser Rasse. Es wurde immer auf die Besten ingezogen. Und das bedeutet ja auf die Besten. Man darf nicht auf jeden x-beliebigen eine Inzucht betreiben oder eine Linienzucht betreiben, viel besser gesagt, sondern auf die Besten, Besseren und Bewährten. Und so sah das mit Dampfross in der Kombination mit Tempelhüter aus. Hier sein Sohn Hyperion, großartiger, rahmiger, mächtiger Hauptbeschäler in Trakehnen. Sein Sohn Termin, ihm noch ein wenig edler gegenüber, auch einer Tempelhüter-Tochter. Von Termit gab es dann mehrere Nachkommen in Westdeutschland, die den Treckweg geschafft haben. Für die Trakehnerzucht kaum noch wirksam, aber in der Hannoveranerzucht. Sein Sohn Abglanz hat im Grunde in den 60er und 70er Jahren die Hannoveranerzucht revolutioniert. Hier seht ihr in dem hohen Alter, gemeinsam mit seinen älteren Söhnen Abhang 1 und Abhang 2, das waren einfach die revolutionierenden Hengste hinsichtlich Schönheit, Typ, Gang und auch Rittigkeitsmerkmale. Und ganz besonders sein Sohn Absatz, dessen Enkel Argentinus ja nach wie vor einen weltweiten Ruf als einer der ganz großen Leistungsvererber der deutschen Pferdezucht besitzt. Und dieses Abglanzerbe über Argentan und Argentinus, das lebt nach wie vor in Hannoveraner Zucht weiter und auch in der Oldenburger Zucht und damit in allen deutschen Sportpferdezuchten. In der Trakehnerzucht ist es erloschen. Nicht umsonst trug Abglanz Sohn Absatz diesen Namen, weil seine Fohlen sich für viel Geld verkaufen ließen. Absatz ist Absatz. So hieß das damals. Aber es gibt auch noch einen kleinen Zweig,
der Termitlinie, also sprich hier, habt ihr ihn nochmal, den Termit, den Hyperionsohn, der 1944 verschollen ist, weil nämlich sein Sohn Tropenwald gerettet werden konnte. Und dieser Tropenwald wurde Vater des großartigen Marbacher Hauptbeschälers Pregel. Und Pregel brachte dann wieder einen Hauptvererber namens Donauwind. Und dieser Donauwind ist dann der Vater von zig internationalen Sportpferden, Dressur und Springen. Und hier sein berühmtester Protagonist, nämlich Abdullah. Hier seht ihr nochmal 1984 unter Konrad Homfeld. Und dieses Erbe haben wir auch immer noch. Den gibt es noch im TG. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist einer der allerletzten Vertreter, obwohl im Gefrierschrank aus der Dampfrosslinie. So muss man das sehen. Genauso wie dieser. Dessen Samen ist im Landgestüt Zweibrücken gefroren zu erhalten. Hannibal, der ist in Großbritannien geboren. Hier ist er fotografiert auf eine Vier-Sterne-Prüfung in Saumur. Eines der erfolgreichsten Vielseitigkeitspferde Europas gewesen. Aus der Zucht von Victoria von Wachter Goddingenstadt. Roland, sein Vater, ein Sohn des Arminius, der wiederum ein Sohn des Kurfürst. Und Kurfürst ist wieder ein Pregelsohn. Also habt ihr jetzt wieder die Termitlinie, also die Dampfrottlinie. Und diese beiden, meine Freunde, sind im Grunde die beiden einzigen, die diesen Stamm noch erhalten können. Und das mit einer solchen nachdrücklichen Sportlichkeit. Also bitte Augen auf, mit den Tierärzten sprechen und gute TG-Stationen finden. Der zweite Sohn von Dampfross war Pythagoras, wunderbarer Hengst. Er galt damals als das Ideal des Trakehner-Hengstes. 1944 verschollen. Zahlreiche Söhne sind von ihm nach Westdeutschland gekommen und auch nach Ostdeutschland. Totilas, der große Vater von 100 eingetragenen Töchtern, nur 5 gekörte Söhne hat er geliefert. Die Hengstlinie ist dann ganz schnell erloschen und ausgestorben in der westdeutschen Zucht. Aber in der Holsteiner Zucht hat sein Sohn Polarfürst 2 Jahre gedeckt. Und er hat mit Porter und Polaris 2 Holsteiner Söhne gebracht. Und wie Traventhal, das holsteinische Landgestüt, seinerzeit aufgelöst wurde, haben die Niederländer sich diese beiden Söhne gesichert. Und es gibt, ich glaube, nicht so viele großartige Springpferde in der KWPN-Zucht, die in hinteren Generationen nicht Polaris und Porter führen. Also da lebt dieses Erbe noch weiter. Aus Holsteiner Wurzeln mit Trakehner Vätern und dann Pythagoras, Totilas und Dampfrost dahinter. Aber es gab auch eben neben diesen Pythagoras-Söhnen Tartar und Suomar eben einen besonderen Hengst, der hieß Marquardt, in Trakehn unter dem Namen Begas bekannt, aus einer Pilgermutter. Und dieser Markgraf hat nur wenige Jahre in der ehemaligen DDR gedeckt, hat aber mit seinem Sohn Ralf einen überragenden Leistungsvererber für die ostdeutschen Sportpferdezuchten gebracht. Und dieser Ralf ist der Vater des Nerv. Und von Nerv aus dieser Linie somit haben wir nur noch einen. Das ist Lichtblick, der zahlreiche S-Konkurrenzen geliefert hat, gemeistert hat. Siegreich, harter, schöner Hengst im Habitus der Pythagoras-Linie. Der letzte aus diesem Hengststamm. Nur um das noch einmal klar zu verdeutlichen, wie schmal solche Gratwanderungen häufig sind. Ihr habt es gesehen bei der Tempelhüterlinie, aber es kann auch ganz schnell sein, dass sie wieder plötzlich in Erscheinung treten und zwar strahlend. Ein weiterer Sohn des Pythagoras war Guido,
der kam nicht mehr nach Westdeutschland, aber sein Sohn Gigant. Und der hat mit Gabriel einen großartigen Sportpferdevererber hinterlassen. Und dann ist es Guido Petri in Saarburg zu verdanken, dass er diesen Halali, langjähriger Landbeschäler in Zweibrücken, dann ausrangiert, gerettet hat und gesagt hat, der ist wertvoll genug, dass ich ihn bei mir noch einsetze. Und Halali wurde der Vater von Marduk, der Vater von Hyllos, alle bei Guido Petri in Saarburg geboren. Und dadurch lebt diese Linie weiter. Über die ganzen Marduk-Söhne, wie den jetzt gerade jüngst mit dem Elitetitel ausgezeichneten Kaiser Wilhelm von Lehndorfs, von Marduk natürlich. Auch diese Linie beginnt sehr, sehr schmal zu werden. Und das wäre bedauerlich. Aber wir dürfen nicht immer nur traurig sein und sagen und dann unser Schicksal hier beklagen. Wir haben ja Gott sei Dank die osteuropäischen Zuchten. Und es hat wohl kaum eine Veranstaltung gegeben wie dieses Jahr der Trakehner Hengstmarkt in Neumünster, wo so viele wunderbare Pferde aus Litauen, aus Polen, aus Kirover Wurzeln, aus estnischen Wurzeln, aus tschechischen Wurzeln, alle zusammen aus diesen alten osteuropäischen und dann ostpreußischen Wurzeln. Und das sind große Hoffnungen, die wir haben. Und dazu kommen wir gleich noch einmal, wenn wir dann weiter zu Pilger gehen. Aber auch kommen wir dazu, wenn wir nochmal zu Pythagoras zurückgehen. Denn dieser wunderbare Pythagoras brachte in Trakehn noch einen Hengst namens Pilgrim. Dieser Pilgrim wurde als Jährling nach Kirov 1945 verfrachtet. Dass er es überlebt hat, ist nach wie vor ein Wunder. Aber Pilgrim wurde ein Stempelhengst der russischen Trakehnerzucht. Er hat den zweifachen Olympioniken Pepel geliefert mit Elena Petruschkova. Er hat zahlreiche großartige Sportpferde geliefert, für alle Disziplinen geeignet. Und sein Erbe lebt immer noch. Wer sich mit den Trakehner-Populationen in Russland, in Litauen, in Estland und Polen beschäftigt, der wird ganz schnell in Erfahrung bringen, dass diese Linie über Pilgrim, den Pythagoras-Sohn, nach wie vor aktiv ist und aktuell ist. Und hier haben wir genau das treffende Beispiel dazu. Pilger war ein Hauptbeschäler in Trakehnen, 1944 ist er verschollen, dem damals schon aufgrund seiner überlegenen Reitpferdevererbung, sportlichen Vererbung, hohes Ansehen galt. Dieser Pilger aus einem ganz seltenen Stutenstamm, zurückführend auf den englischen Vollblüter Monsieur Gabriel. Er hat bereits mit Herder einen Grand Prix-Star für Felix Birkner geliefert und weitere andere großartige Dressurpferde. Von seinem Blut kam ganz wenig rüber nach Westdeutschland, außer seinem Enkel Perserfürst von Port Arthur, der als Landbeschäler in Traventhal dann in den 50er Jahren deckte. Und dieser Perserfürst ist der Großvater des Karajan. Und Karajan wurde dann im Trakehnergestüt Birkhausen zu einem Hauptvererber rein springbetont. Die Karajans konnten alle springen. Ich habe ihn selbst im hohen Alter noch erlebt. Der sprang noch mit 19 Jahren Häuser. Mit einer Energie, mit einem Herzen, mit einer Technik. Alles so ein bisschen fest. Aber das braucht ja manchmal auch der Springreiter. Ganz erstklassiges Pferd mit einer unglaublichen Vitalität. Der Stamm ist leider eben bei uns ausgestorben, bis dann vor 2 Jahren plötzlich so ein hoffnungsvoller junger Hengst in Neumünster auftrat. Dieser Infinity stammt natürlich aus einem der letzten Jahrgänge seines Vaters Octavio. Dieser Octavio, 3 Sterne Vielseitigkeit erfolgreich gegangen in seinen jungen Jahren, in seinen Sportlerjahren. Octavio ist ein Sohn des Amigo. Amigo hat Bronze gewonnen bei den Pan American Games. Amigo ist wieder ein Sohn des Händel und Händel ein Sohn des Karajan.
Dieser hier ist der einzige, der den deutschen Zweig der Pilgerlinie weiter nun mit Leben erfüllt. Ob ihm das gelingt, sei dahingestellt. Er befindet sich im amerikanischen Besitz, wurde in diesem Jahr leider nicht eingesetzt, weil er noch ein bisschen jugendlich ist. Hoffentlich gelingt das im nächsten Jahr, dass wir uns versuchen, ein wenig dieses Erbe zu sichern. Steht bei Hofrogge im Rheinland, um auch einmal eine Station hier zu erwähnen. Aber dann Russland und ganz Osteuropa dank, kam so ein Biotop plötzlich in die westdeutsche und die westeuropäische Öffentlichkeit. Ein Sohn des Blisk. Und dieser Blisk natürlich ein Nachfahre des Pilger. Und da wurde man plötzlich darauf aufmerksam, dass diese Pilgerlinie bei uns zwar ausgestorben ist, aber in Osteuropa in stärkster Blüte steht, über seine Söhne Ossian, Einhard, alles großartige Leistungsvererber. Und dann kam auch dieses Blut langsam bei uns in den Sinn mal und in die Art. Und dann haben wir herausgefunden, dass uns wurde bewusst, dass diese Hengste, das sind ja alles großartige Leistungsträger wie der Dürer, sein Sohn Phlox oder der Sohn des Adorator, der nun jetzt auch wieder den Freispring-Cup in Neumünster Sieger liefern durfte, dass das alles Pilgernachfahren sind. Weil dieses Blut hat sich in Osteuropa so stark erhalten und so stark verzweigt. Warum? Weil in den russischen und den litauischen und auch in den polnischen Populationen nur das eingesetzt wird, was sich im Sport auf höchster Ebene auch zu bewähren weiß. Ansonsten kommen die nicht in die Zucht. Und dadurch ist dieses Blut in großem Strom nach wie vor dort erhalten. Nicht nur über Ossian und Einhard oder eben Top Key, sondern auch zum Beispiel über Abrek, der auch nun international springen gegangen ist. Er ist ein Nachfahre des Pilgersohnes Eifel. Das ist nun der dritte schon von den Pilgersöhnen, die in Osteuropa großen Einfluss genommen haben. Und dieser Eifel, zu dem gibt es übrigens eine ganz bezaubernde Geschichte, man hat ihn eigentlich immer als Sohn des Pythagoras in den Hengstbüchern geführt. Bis dann Recherchen in den letzten Jahren plötzlich nun dokumentieren konnten, dass es sich definitiv um einen Sohn des Pilger handelt. Also ganz klar dann auch begründet durch seine überragende Leistungsvererbe. Auch Cheops, dieser zweimalige litauische Landesmeister, der World Cup-Qualifikationen gewonnen hat in Kanada und USA, ist ein Nachfahre des Pilger. Und mich stimmt es dann so ein bisschen traurig, und da bin ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ich glaube, das darf ich auch mit meinen Mitte 60 Jahren sein, dass wir nun in Frankreich und überall nun versuchen, allererstes erstklassiges Leistungsblut, was unseren Reinzuchtbestimmungen entspricht, zu suchen. Und dann haben wir von diesem Horalas drei gekörte Söhne in Deutschland, alle drei aus Abdullah-Müttern. Und sie werden nicht gemanagt und sie werden nicht gefördert. Der eine ist schon tot, okay, der hatte gesundheitliche Probleme. Der andere wurde wegen mangelnder Chancen hier in Deutschland in die USA an seine Züchterin wieder zurückgegeben. Und Donausturm, der in diesem Jahr einen erstklassigen Jahrgang hatte bei Beate Heise in Seon, wird auch nicht benutzt. Die sind alle drei aus Abdullah-Töchtern. Also dann haben wir doch im Grunde über den Vater und die Mütter von Abdullah, haben wir doch schon mal ein Potenzial, was natürlich gezielt eingesetzt werden muss. Es muss ja nicht heißen, dass diese Hengste nun auf jede Stute passen, aber man muss sich Gedanken darüber machen, wohin sie passen, damit wir das Erbe sichern. Versteht ihr, wie mein Gedankengang ist? Und das macht mich dann häufig so ein bisschen verzweifelt, dass ich denke, wir schweigen in die Weite und dann haben wir doch so eine tolle Genetik. Lass uns die doch erstmal versuchen, uns zu pflegen und aufzubauen und zu konzentrieren. Wie gesagt, dasselbe jetzt beim Freispring-Cup. Ohne die Pferde aus Litauen, aus Polen, aus Estland, aus Tschechien und der Sieger noch ein Sohn des in Polen gezogenen Adorator, hätten wir nun ganz traurig in die
naja, in den Schirm geschaut, sag ich mal. Das waren ja nun alles Pferde mit aus diesem Blutlinien. Deswegen, das soll ja auch gern so ein bisschen ketzerisch sein. Deswegen lasst uns ein bisschen aufpassen auf dieses Blut, weil es Leistungsblut ist. Hier, da haben wir diesen Blancor, diesen Adoratorsohn, der ja nun auch erst nun seine zweite Decksaison im kommenden Jahr bestreiten wird. Und dann haben wir natürlich nun ein ganz besonders treffendes Beispiel. Dieser Master Magpie, in Irland geboren, war ja nun ein harter Hund und auch ein bisschen sensibles Pferd. Aber hat großartige Leistungspferde in Trakehnen geliefert und brachte mit seinem Sohn Kankara einen Hauptbeschäler für Trakehnen, der ihm auch noch überlegen war in der Lieferung von hochklassigen Leistungspferden. Und dann war die Linie ausgestorben, nahezu in ganz Europa. Ich werde nie vergessen, diese Körung kurz nach der Wende in Neumünster, wie einer der letzten Söhne des Humbert dort vorgestellt wurde. Humbert ist ein Sohn des Altgesell, in der DDR seinerzeit sehr renommiert in allen Sportpferdezuchten gewesen. Ein Enkel des Altsilber und Urenkel des Kankara. Und der wurde nicht gekürt oder abgekürt, damit war die Linie in Deutschland erloschen. So schnell geht das, weil Humbert ja schon uralter Hengst war. Und das hat mich damals schon sehr traurig gemacht, weil ich einfach auch meine, man muss bei solchen Hengsten aus solcher Genetik auch gern mal einen Kompromiss in Kauf nehmen können. Ist die Wirtschaftlichkeit natürlich häufig widersprüchlich dagegen, aber in Trakehnen hat man doch auch Kompromisse gemacht. In der Pferdezucht muss man Kompromisse machen, um das Wertvolle, das Seltene zu retten und das andere vielleicht ein bisschen einzuschränken. Lasst mich ruhig da bitte ein wenig ketzerisch sein. Ich bin ja nun einfach nun auch gerne mal ein bisschen so. Und dann fährt Graziella Bruch mit ihrem Gatten Thomas nach Weißrussland. Lars Germann war dabei. Und dort finden sie diesen Göteborg. Und wer diese Trakehner Hengstschau online gesehen hat im letzten Jahr, oder in diesem Jahr, der war ja begeistert von dieser Art der Darstellung dieses Hengstes. Dieser Göteborg ist nun definitiv der allerletzte aus der Kankara-Linie. Sein Vater Griff Grey geht über Volstaff, der war wieder ein DDR-Kankara-Abkömmling, dann Altgesell, Altsilber, dann direkt auf Kankara zurück. Das ist im Grunde auch ein Bogen, der unsere internationalen Zuchten und Populationen verbindet. Von Trakehnen über Kirov nach Belarus, über die DDR, dann nach Deutschland. Schöner kann man eine Geschichte, glaube ich, gar nicht schreiben. Und Gott sei Dank hat er ein bisschen gedeckt dieses Jahr, ich hoffe genug. Und ich hoffe auch ganz, ganz sehr und stark, dass er lange genug fruchtbar bleibt. Damit wir uns dieses Erbe sichern können, was seine Ahnen bereits auf höchster sportlicher Ebene dokumentiert haben. Und er soll mit seinen Nachkommen dem nacheifern. Jetzt sind wir nun in der Gegenwart endlich. Dieser Fetisch, ein wunderbarer Vollblut-Araber aus Polen, aus Janow-Podlaski, ist auch verschollen 1945, aber sein Sohn Famulus kam ins Rheinland, Roswitha, in das Gestüt Alpen. Und dort hat er dann mit einer wunderbaren Stammstute des Gestüts Vogelsangshof namens Marke diesen, es ist eine Legende geworden und damals schon gewesen, diesen Maharaja gebracht. Und dieser Maharaja hat nun eine Hengstlinie begründet, die aufgrund ihrer Rittigkeitsmerkmale, aufgrund ihrer Leistungsbereitschaft über seinen Sohn Flaneur, aber auch den Enkel Aronio und viele weitere Protagonisten, auch Cornett, den Marbacher Landbeschäler und dessen Sohn Assistent und so weiter, eigentlich schon Vorbildfunktion haben.
Und mich macht es im Moment ein bisschen traurig, dass diese Hengstlinie, die mal in so starker Blüte stand, derzeit sich auch mehr und mehr zurückzieht. Wir hatten in Neumünster dieses Jahr nur 2 gekörte Repräsentanten aus dieser Linie. Mir ist das zu wenig, wenn ich solche Bilder sehe. Wenn ich solche Bilder sehe, das ist für mich das Symbol von Rittigkeit, von Leistungsbereitschaft, von Schönheit, von allem das, was unsere Rasse verkörpert. Stimmt ihr mir zu? Das Pas de Deux von Vater und Sohn und Vater und Tochter anlässlich des Chio in Aachen. Caprimond ist eine Legende hinsichtlich der Rittigkeitsvererbung, sein Sohn Hohenstein hinter ihm ebenso. Und diese Werte dürfen wir nicht vergessen. Und wenn das natürlich ist deren Erbe in unseren Mutterstämmen sehr stark verankert, Gottlob, aber wir müssen immer wieder darauf achten, dass es auch in der männlichen Linie erhalten bleibt. Genauso wie bei dem hier auch, Insterburg TSF. Hat hier mit Anke, der hat ja nun auch wirklich großartige Erfolge im internationalen Viereck sammeln können, bis Grand Prix und World Cup Konkurrenzen und so weiter, ist Gott sei Dank noch verfügbar im Landgestüt Zweibrücken. Ein wirklich typischer Sohn des Hohenstein, der dieses Erbe toll weitertragen sollte. Und dann auch nochmal hier Sportlichkeit, partout, mit Anki van Grunsven, ein Sohn des Aronio, ein Enkel des Flaneur und damit nun direkt an Maharaja und Famulus angeschlossen. Und Singolo, ein Enkel des Monteverdi und damit wieder der, ein Sohn des partout. Was ist das für eine Dressurveranlagung auf allerhöchstem Niveau? Dieser partout hat seinerzeit bereits in den 90er Jahren den Trakehner wirklich hoffähig gemacht in der internationalen Dressurwelt. Und wir müssen auf dieses Erbe achten. Es wird ganz schmal. Singolo ist jetzt in die USA gerade verladen geworden. Wir haben nicht mehr viel aus dieser Linie. Wer auf Rittigkeit achtet, wer auf gewisse ästhetische Merkmale bei seinen Pferden achtet, muss mit diesem Blut und mit diesen Genen arbeiten und leben. Genauso mit diesem hier. Bonus. Ich habe ihn noch erlebt im hohen Alter. War er gerade auf Station auf dem Vogelsangshof Roswitha. Da war ein junger Hengst hier und da stand ein Krefeld vor der, er kennt die Halle, nicht? Er kennt die im Hintergrund und wurde von den Rheinländern in Zuchtweltklasse 3 gekürt, weil er war zu klein und zu leicht und zu pieselig. Aber Gottfried Hogen hat ihn an ihm festgehalten. Er hat einfach mal so ein Wort geprägt, und das werde ich nie vergessen, gesagt, wenn man mit dem Sattel in den Stall, zu der Box von Burnus kam, dann freute der sich. Und treffender kann man das eigentlich nicht ausdrücken. Dann war der begeistert. So ein leistungsbereites, rittiges Pferd war das. Und dann kam eben, und im Grunde sein bedeutendster Sohn unter den ganz wenigen, dieser Löwe Habicht, den habe ich in Ranzau noch erlebt als jungen Hengst, er war wirklich ein Löwe. Und wenn man zu dem dann ins alte Torhaus in Ranzau kam, unter dem Reetdach, und ich stand da im Hengststall, dann ging der mit den Zähnen rauf und runter an den Gittern, an den Boxengitterstäben. Und dann habe ich auch gar nicht mal als junger Bub gedacht, meine Güte, jetzt hast du Angst. Aber dann hat Dr. vom Felsen, mein erster Chef und später auch Martin Plewa, die haben mir gesagt, in seinem Sattel war das einfach nur Glücksgefühl. Ein so leistungsbereites Pferd, mit so viel Herz, mit so viel Kampfgeist, mit so viel Intelligenz, ist eine Sicherheit in jeder Situation. Und so war er auch und so hat er sich vererbt. Unter anderem eben mit seinem Sohn Windfall. Wo gibt es schon einen Trakehner-Hengst, der 2 Olympioniken gestellt hat? Van Diver und Zitzelek. Jetzt ganz aktuell und selber Olympia gegangen ist, jetzt mit dem Elite-Titel ausgedrückt. Und dann hier mein großer Held dazu, dieser wunderbare Sixtus. Jedes Jahr in Hörstein auf den Fohlen-Championaten, auf den Schauen, freue ich mich auf diesen Auftritt. Jetzt ist er langsam 32 Jahre alt und er ist nicht weder weiser noch älter geworden. Er ist immer noch das, was er immer war, eine charismatische Persönlichkeit,
der den Menschen liebt, der sich selber sehr liebt und von sich bewusst, ganz klar bewusst ist, was er darstellt. Er ist selbst mit Gilbert Böckmann im internationalen Springparcours bis S gegangen und er hat eine Hengstlinie begründet, die heute außer Zweifel steht. Wie zum Beispiel über seinen Sohn Buddenbrock, den Hörmer Hauptvererber, und dessen Sohn Connery, ebenfalls Hörmer Hauptvererber. Connery hat 4 oder 5 internationale Grand Prix Pferde geliefert. Darunter ist natürlich Imperio von mit Hubertus Schmidt das erfolgreichste Reservepferd der Olympischen Spiele und häufig World Cup und Weltmeisterschaften und deutsche Meisterschaften und Europameisterschaften. Ein wunderbarer Hengst, der Gottlob noch in der Zucht steht und auch hoffentlich genügend beachtet wird. Genauso wie sein Sohn Schwarzgold, der ja nun auch, hier müssen wir noch bei Schwarzgold nochmal bleiben, der ja nun auch wieder einen ganz besonderen Hengst dieses Jahr in Neumünster hatte und zudem aus einem Mutterstamm kommt, der über Konsul, den Lothar-Enkel, und Seeadler, den Habichtsohn, nun auch ganz bewährtes sportliches Erbe führt. Der zweite Zweig geht nun über Axis, den Sixtus-Sohn, und dann Axis-Sohn Berlusconi, der bereits mit Fellini und Giuliani 2 Prämienhengste auf hohem sportlichem Niveau geliefert hat. Axis zählte selbst einmal zu den besten Dressurpferden der Welt mit Terris Tegas, also ein ganz besonderer Hengst auch, der nun Gott sei Dank noch vertreten ist in der Zucht, vor allen Dingen aber sein Sohn Hirtentanz. Hirtentanz mit Philipp Hartmann, nun einer ganz großen Helden im S-Parcours, leider eben auch vor wenigen Monaten in die USA ausgewandert, nach Florida, aber er hat Gott sei Dank hier Grundlagen gelegt, die hoffentlich auch in die Zukunft führen. Und da mache ich mir dann häufig ein wenig Sorgen, liebe Freunde, weil auch der Vater von diesem jetzt bald in die USA reisen wird. Warum haben diese Reitsportnationen wie die Amerikaner und die Kanadier ein konzentrierteres Auge auf die Sportlichkeit wie wir häufig? Das frage ich mich manchmal. Ich möchte gern mal wieder ein bisschen ketzerisch sein. Abendtanz hat allein mit Zieten TSF und Lebenstraum 2 internationalen sportlich erfolgreicher Hengste geliefert. Gott sei Dank haben wir noch Zieten, aber der ist nach wie vor in seinem Sport unterwegs und nur über TG nun verfügbar. Wir müssen auf dieses Erbe achten. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass es uns dies Jahr gelungen ist, nun auch den Hirtentanzsohn Dein Erbe, der für mich eines der komplettesten Pferde in Neumünster war, in jeder Hinsicht, obwohl er ein bisschen müde war, nun in beste Hände. Und wir werden seinen Weg weiter verfolgen, um dieses Erbe zu sichern. Das verspreche ich euch. Und genauso geht es hier auch mit diesem hier. Das ist auch eine Hengstlinie, die erst jetzt begründet worden ist, also sprich in den 80er Jahren. Dieser Patricius hier mit der Dorothee Schneider, ganz jugendlich, auf so einer kleinen Schau. Aber dieses Bild liebe ich ganz besonders, weil das einfach so eine Harmonie verkörpert. Das ist Rittigkeit, natürliche Rittigkeit, Vertrauen zwischen junger Reiterin und Hengst. Und dann noch eine gewisse Dynamik auch im Gang. Dieser Patricius hat mit seinem Sohn Van Dijk natürlich dann den richtig strahlenden internationalen Botschafter für Dorothee Schneider im Turniersport geliefert. Der Hengst hat zahlreiche Erfolge in internationalen Konkurrenzen und hat sich auch Gottlob dann weiter vererbt und weiter tragend seine Familie festigen können, seine Linie. Mit Polarion hier links, World Cup Dressurpferd mit unter Markus Kribbel, der mit seinem Sohn Grafenstolz dann die Vielseitigkeitsszene bereichert im ganz hohen Maße. Grafenstolz ist der derzeitige World Ranking Spitzenreiter aller Vererber von Vielseitigkeitspferden und war ja nun selbst Weltmeister und auf 3-Sterne-Niveau unterwegs. Oder dann geht's mit Van Dijk weiter. Kaiserkult.
nach wie vor züchterisch nun verfügbar. Nun, ein Hengst, der ja eigentlich auch als Vollbruder des Kaiserdom, der ihm ja ähnlich erfolgreiche Turnierlaufbahn nun nachgemacht hat, im Grunde an dem man gar nicht vorbeikommen kann. Aber es ist ganz wenig von seinem Erbe vorhanden in unserer Rasse, in unserer Population. Gott sei Dank hat es Zauberdeik, der nun sowohl im Gelände bis 2 Sterne erfolgreich unterwegs war und auch nun im großen Viereck erfolgreich ist, bis es nun größere Chancen bekommen, um sich nun mit seiner Linie, mit seiner väterlichen Linie in der Trakehner-Population nun zu verzweigen und diese auch etwas stabiler und zu gestalten und zu stabilisieren. Auch dieser Hengst hat seinerzeit viel geleistet. Ich war damals da, wie ich mit Ulrich Poll, also dem Senior, ihn auf der Kölner Rennbahn ausgesucht hat. Und er ging dann ins Ostpreußen-Gestüt Hunnesrück. Er war ein herber Hengst mit nicht so ganz schönem Hinterbein, aber mit sehr viel Gang und sehr viel Sportlichkeit und großen Sportpferdepartien. Und er hat sich dann eigentlich vor allen Dingen auch mit seinem Sohn Konsul ein Denkmal gesetzt. Dieser Konsul ist ja ein Hauptvererber, wie er in einer Pferdezucht in vielen Jahrzehnten nur ein- oder zweimal entsteht. Er hat nicht nur in der Trakehnerzucht nun große, große Einflüsse hinterlassen, sondern auch in der Hannoveranerzucht und in der Oldenburger Zucht und damit in allen deutschen Sportpferdezuchten ein Rittigkeitsphänomen, dessen Linie trotz vieler gekörter Söhne dann plötzlich am Aussterben war. Und dann kam plötzlich ganz zum Schluss einer seiner allerletzten Söhne zum Zuge, dieser Interconti, der inzwischen nun auch schon 22 wird, aus einer sehr arabisch geprägten Mutterlinie, der in Elmershausen dann doch dafür gesorgt hat, dass es weiterging und weitergeht mit diesem Stamm. Und dann vor allen Dingen über seinen Sohn Herbstkönig, den habt ihr ja, der ist viel zu früh abgetreten, dieser mehrfache Reitpferde-Champion, Klosterhof, Medigen war er zu Hause. Aber das Erbe kommt so langsam ein bisschen in Sicherheit, weil wir auch in diesem Jahr wieder einen ganz wunderbaren Prämienhengst aus dieser Linie hatte, namens Imperial Valley. Und wie das häufig so ist und dankenswerterweise auch so ist, Trakehner weltweit macht dort großen Einfluss. Denn dieser Vater von Imperial Valley und er selber stammen aus dänischer Trakehnerzucht. Sein Vater Preußentanz, ein Herbstkönigssohn, der in Dänemark mal Siegerhengst war. Also sind dort große Hoffnungen, dass es weitergeht. Aber es ist ja auch alles so wunderbar eigentlich nun auch geregelt in der Sportlichkeit. Wenn ihr euch solche Hengste aus dieser Konsullinie anguckt, wie Tatendrang, der im TG-Einsatz ist, 3-Sterne-Vielseitigkeit in den USA, nun erfolgreich, oder El Greco, der sowohl im internationalen Parcours bis S als auch im Gelände, in Vielseitigkeitsprüfungen bis fast 4 Sterne erfolgreich unterwegs war. Dieses Erbe muss man betrachten, muss man im Kopf haben bei den zukünftigen züchterischen Planungen. Ganz schmal geworden ist diese Linie, die war aber nie breit. Königspark war mal kurze Zeit Bescheler in Ranzau und hat dann vor allen Dingen über seinen Sohn Herzruf größeren Einfluss geltend gemacht. Nach wie vor sein sehr blutgeprägter und aus einer Vollblutmutter gezogener Sohn Touch My Heart, der nach wie vor züchterisch verfügbar ist. Dies natürlich auch einer gewissen Vollständigkeit halber. Oder wie dieser Lombardi. Das ist ein ganz großer Freund von mir, weil ich ein ganz großer Freund seiner väterlichen Linie bin. Wenn man diesen Prince Rouge gesehen hat, diesen französischen Vollblüter damals im Trakehnergestüt Birkhausen, es wird, glaube ich, heute noch keinen so bewegungsstarken, so kraftvoll sich bewegenden, so edlen
und so feinfühligen Vollblüter geben in der deutschen Sportpferdezucht. Bisschen leicht und zart war er, aber ein wunderbarer Vollblüter. Und es ist, glaube ich, ein ganz großes, trauriges Spiel, dass diese Linie nur noch mit diesem einen Hengst jetzt vital ist. Lombardi, der auf dem Vogelsangshof steht und dessen Vollbruder ja nun auch im großen Sport von sich reden macht. Also auf dieses Blut müssen wir achten. Genauso immer wieder unser wunderbares Blut aus den osteuropäischen Ländern. Was wären wir ohne Polen und Litauen zum Beispiel? Hier jetzt nun Jens Hofrogge mit seinem Trakehner Geländepferde-Champion Cross mit 9er und 10er Noten nun bedacht. Und das ist ein Vertreter des englischen Vollblüters Mangan, vielmehr dessen Linie, polnisches Leistungsblut, was uns Gott sei Dank hier nun zugute kommt. Und er versucht sich nun auch in der Zucht durchzusetzen. Augen auf, auch bei diesem Hengst. Nöken, da sind wir wieder im Rheinland. Der stand einmal bei Familie Hasler in Alpen. Dieser wunderbare Franzose von Hardy Knut, der mit seinem Sohn St. Clura, vor allen Dingen seinem Enkel Latimer. Wo gibt es schon einen Hengst wie Latimer, der selbst lange Jahre mit Theresa Wahler und Dolph Keller zahlreiche S-Dressur-Konkurrenzen siegreich und erfolgreich nun bewältigt hat oder in diesen gestartet ist und der derzeit noch 3 in der Zucht tätige Söhne hat, die alle Grand Prix und S-Dressur erfolgreich sind. Wie Finkenstein natürlich, der für sein Land Luxemburg, Dänemark, ist er für Dänemark gestartet, mit einer Luxemburger Reiterin für Dänemark gestartet. Und dann Hibiscus, der nach wie vor verfügbar ist. Und Karolinger 1. Alles 3 Hengste, die nach wie vor verfügbar sind, von einem Vater, der selbst im großen Viereck so erfolgreich ist. Dieses Erbe müssen wir pflegen, wenn wir nun schon so weit sind, dass wir auf die Erfolge unserer Trakehner-Pferde im großen Sport großen Wert legen. Und jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Und hier sind wir eben bei der größten Linie derzeit. Pasteur hier im Alter, nun auf dem Vogelsangshof hier fotografiert, ein Sohn des Bürgermeisters, war laut Gottfried Hogen, dem großen Epologen, ein Rittigkeitswunder. Das war, wie hat er immer gesagt, das war wie ein Fisch ohne Gräten. Der war so geschmeidig und ging so und in einer Selbsthaltung, in einer Dynamik durch den ganzen Körper fließend, war schon ein wirkliches Rittigkeitswunder. Und sein Urenkel Costolani eben auch. Und der ist eben der Hauptprotagonist eben für ganz viele großartige Erfolge derzeit unserer Rasse in der ganzen Welt. Und wenn ich natürlich vorher auch hier und da ketzerisch gesagt hat, ihr müsst darauf achten und ihr müsst darauf achten und diese, aber wir kommen auch an diesem Erbe nicht vorbei. Und ich warne jeden, der mir nun sagt, das wird zu eng und das wird zu viel. Was wäre dann unsere Rasse derzeit in der Welt und ihr sportliches Ansehen? Das ist ja eben auch so, gegensätzlich gern mal. Ich darf doch das eine Wertvolle pflegen und versuchen zu fördern, aber ich darf das Wertvolle, was vorhanden ist, nicht nun verdammen, wie es häufig derzeit geschieht. Wir haben zu viel Costolani und wir haben zu viel Gribaldi. Was wären wir ohne diese Vertreter und Botschafter unserer Rasse, wie zum Beispiel seinen Enkel, Costolanis Enkel, High Motion, HLP-Sieger, der nach wie vor versucht oder dem es auch gelingt und der sich anschickt, nicht versucht, der sich anschickt, einen eigenen Zweig seiner väterlichen Linie aufzubauen mit den ersten wirklich hochdotierten, gekörten Söhnen. Oder Easy Game von Gribaldi. Jetzt nun gerade Hengst des Jahres geworden, selbst in S-Dressuren sehr erfolgreich.
ein Hengst, der auch in der KWPN-Zucht ein großartiges Renommee genießt. Und eben natürlich ist ein Sohn Millennium. Und da bin ich genau bei dieser Thematik. Was wären wir derzeit ohne Hengste wie Helium zum Beispiel, zu dem wir gleich mal Spitzenvererber, ohne zwei Jahrgangssiegerstuten, Jahressiegerstuten wie Helene und Salvanas Helena, ohne Jahressiegerstuten wie Heavenly Brown und Belle Fleur, ohne Siegerhengste wie Ferrari Forever und Rheinglanz. Und dieser Helium hat das ja nun auch geschafft, nun zahlreiche Siegerstuten zu, selbst im S-Dressuren hoch erfolgreich. Und dieses Blut müssen wir bewusst weiter bewundern und auch einsetzen, wo es passt. Denn es ist einfach ein großes Potenzial für uns, was unser Ansehen in der ganzen Welt eben auch mit begründet hat. Siehe eben TSF Dallera BB. Welche andere Pferderasse hat das geschafft? Wie viele Goldmedaillen haben die beiden gewonnen? 7 in diesem Jahr. Olympia 2-mal. Und dann die Mannschaften überall und dominiert. Das ist eine Trakehnerstute, liebe Freunde. Und deswegen dürfen wir stolz sein. Und deswegen lasst uns auch bitte stolz sein auf das väterliche Blut dieser Stute. Natürlich auch das mütterliche Blut. Auf die Züchterin Silke Druckenmüller, auf die Reiterin in ganz besonderem Maße, auf die Besitzerin in ganz besonderem Maße, aber vor allen Dingen auch auf die Genetik, die aus einer fast 300 Jahre alten Rasse nun entsprungen ist und die wurzelt bei den alten Hengstlinien, die wir eingangs nun bereits herausgestellt haben. Also stolz und Begeisterung ist hier angebracht, wie über allen anderen Repräsentanten, die wir hier heute im positiven Licht nun bewundern durften. Herzlichen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Erhard Schulte. Freuen Sie sich schon heute auf die nächsten Trakehner Kamingespräche. Im 5. Trakehner Kamingespräch wird es um die Flucht aus Trakehnen und Ostpreußen gehen. Eines der ergreifendsten Kapitel in der Geschichte der Trakehner Pferde. Im 6. Trakehner Kamingespräch spricht Erhard Schulte darüber, wie das Erbe der Trakehner Stutenfamilien geschützt werden kann und welche züchterisch wertvollen, vom Erlöschen bedrohten Stutenfamilien es jetzt unbedingt zu retten gilt. Und im 7. Trakehner Kamingespräch geht es um den reichen Schatz an genetischen Alternativen, der im Englischen, im Irischen, Arabischen und Anglo-Arabischen Vollblut liegt. Und darum, welche genetischen Schätze die Landgestüte, private Hengsthalter, aber auch in Russland und in Osteuropa zur Nutzung bereitliegen. Bis dahin grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihre Marion Drache.